Frühfrühsport, kurz vor 12. Was hat der Obama wieder gemacht, dass ich mir gerade der Schule an den Arsch gedrückt wird? Dass er seine eigenen Landsleute hier den Hintern versohlen, damit das Schwarze rot wird. Russland schickt ohne Abstimmung Hilfsgüter in die Ukraine. Roter Poppes. Spanischer Priester stirbt an Ebola. Deutsche Politiker streiten über Waffen. Die Doda-Pfaffe ist immer noch gute Wetter, Sonne, Wolken und relativ cool heute. Nur ein Doda-Pfaffe ist ein guter Pfaffe. Die Hilfslieferungen für die Menschen in der Ostukraine sind angelaufen. Am Morgen starten Kinderficker-Pfaffe. Was anderes sind das nicht. Das gute Kreuz koordinieren sollte. Doch an dem aktuellen Konvoi gibt es Zweifel. 280 Lastwagen starteten am frühen Morgen in der Nähe von Moskau, Ziel die Ostukraine. Russischen Angaben zufolge haben sie 2000 Tonnen Hilfsgüter geladen, darunter Babynahrung, Medikamente, Generatoren und Schlafsäcke. Als der Konvoi sich auf die 1000 Kilometer lange Reise machte, war allerdings noch nicht klar, ob es sich um den Transport handelte, der vom Internationalen Roten Kreuz koordiniert wird und den der russische Außenminister Lavrov gestern angekündigt hatte. Noch am Vormittag wusste das Rote Kreuz nicht besonders viel über den in Moskau gestarteten Konvoi. Ein Sprecher sagte in Kiew, er habe keine Informationen über die Ladung des Transports, wisse auch nicht, wohin er unterwegs sei. Das Internationale Rote Kreuz hatte gestern erklärt, es werde eine Hilfsmission für die Ostukraine betreuen, an der sich die EU, Russland und andere Partner beteiligen. Ziel sei es, die Lage für die Zivilbevölkerung zu entschärfen. In Lugansk haben die Menschen den 10. Tag in Folge kein Wasser und keinen Strom. Bernd Großheim, Moskau. Mehr als 1000 Menschen sind in den vergangenen Wochen an Ebola gestorben. Im Kampf gegen das tödliche Virus greift die Weltgemeinschaft nun zu verzweifelten Maßnahmen. Das bislang nicht für den Menschen zugelassene Medikament C-MAP soll in Westafrika zum Einsatz kommen. Bislang wurde es nur an 2 infizierten US-Amerikanern und einem spanischen Priester verabreicht. Doch zumindest letzterem hat es nicht geholfen. Miguel Pajares ist tot. Der an Ebola erkrankte spanische Priester starb heute Morgen im Krankenhaus in Madrid. Das hat die behandelnde Klinik der ARD bestätigt. Der 75-jährige Priester war seit Sonntag mit dem eigentlich noch nicht für die Behandlung von Menschen zugelassenen Mittel C-MAP behandelt worden. Bis heute hat es immer geheißen, sein Zustand sei stabil. Pajares hatte sich in Liberia bei der Pflege Ebola-Kranker infiziert. Dort hatte er in der Hauptstadt Monrovia in einem Krankenhaus gearbeitet. Nachdem klar war, dass er an Ebola erkrankt war, wurde er auf Bitten seines katholischen Ordens und tausender Spanier, die im Internet eine entsprechende Petition unterzeichnet hatten, am vergangenen Donnerstag von der spanischen Luftwaffe nach Madrid ausgeflogen. Dort wurde er auf einer eigens eingerichteten Quarantänestation behandelt. Daniel Sulzmann, Madrid. Ja. Nicht nur mit Luftangriffen, auch mit Waffenlieferungen an kurdische Kämpfer wollen die USA den Vormarsch der Islamisten im Irak aufhalten. In Deutschland spricht sich eine seltene Allianz aus Unions- und linken Politikern dafür aus, diesem Beispiel zu folgen. Andere wiederum sind strikt dagegen, unter ihnen der Fraktionschef der Union. Im Morgenmagazin machte Volker Kauder deutlich, dass Deutschland nur humanitäre Hilfe leisten könne. Wir haben ganz klare Richtlinien, die sagen, dass wir in Krisengebiete nicht liefern dürfen. Es gibt eine Ausnahme davon, die auch geregelt ist, wenn es im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegt, im besonderen Interesse können wir das tun. Das scheint mir aber in dem konkreten Fall jetzt nicht gegeben zu sein. Forderungen nach Waffenlieferungen kommen unter anderem aus der pazifistischen Linkspartei. Deren Fraktionschef Gregor Gysi sagte der Taz, in dieser Notsituation seien Waffenexporte erforderlich, um größeres Unheil zu verhindern. Und er fügte hinzu, mit Protestbriefen wird man die Gruppe Islamischer Staat nicht stoppen. Rolf Mützenich, der Außenexperte der SPD, warnte im Bayerischen Rundfunk davor, dass Waffen, die heute für den Kampf gegen die IS eingesetzt werden, schon bald für andere Zwecke verwendet werden könnten. Katja Strippel, Berlin.
Strippe. Neonazis im Internet. Diese Kombination klingt harmloser, als sie oft ist. Denn inzwischen nutzen Neonazis das Netz auf immer vielfältigere Weise, um Jugendliche zu ködern. Ja, die benutzen das Netz auch. Schwesig informiert heute in Berlin über diesen Trend. So eine Sau, offen ausgesprochener Fremdenhass oder Aufrufe zur Gewalt. Das sind nur zwei Formen, in der sich Neonazis im Internet präsentieren. Inzwischen umwerben sie zum Beispiel auf Facebook gezielt Jugendliche, um sie als Nachwuchs zu gewinnen, auch in Bayern. Dabei verfolgen sie eine perfide Strategie, harte Nazi-Propaganda, Fehlanzeige. Stattdessen treten die Rechten als Kümmerer auf. Es geht um fehlende Lehrstellen oder wo Einheimische vermeintlich benachteiligt werden oder aber einfach nur um Musik. Letztere ein starkes Lockmittel, hat der Bayerische Verfassungsschutz festgestellt. Viele Jugendliche merken erst später, welche neuen Facebook-Freunde sie da jetzt haben. Dass es auch weniger subtil geht, haben zwei Münchner Neonazis vor einigen Tagen bewiesen. Wegen des Flüchtlingszustroms in der Bayern-Kaserne verbreiteten sie Hassparolen im World Wide Web und fanden binnen kurzer Zeit hunderte Unterstützer. Die Polizei ermittelt bereits. Neonazis im Netz und was man dagegen tun kann, darüber spricht Bundesfamilienministerin Schwesig am Mittag in einer Pressekonferenz. Thomas Dexel, Berlin. Es war eine Nachricht, mit der niemand gerechnet hatte. Der Oscar-Preisträger Robin Williams ist tot. Im Alter von 63 Jahren hat er offensichtlich das Leben genommen. Ein Schock für Fans und Filmwelt. Es ist, als würde Hollywood kurz den Atem anhalten. Dass Robin Williams tot ist, können viele noch gar nicht glauben. Und sie nutzen den Kurznachrichtendienst Twitter, um ihre Trauer und ihren Schock in Worte zu fassen. Komiker-Kollege Steve Martin zum Beispiel nennt Williams einen echten Menschen, ein großartiges Talent und eine aufrichtige Seele. Oder Ellen DeGeneres, die zuletzt die Oscars moderiert hat. Sie schreibt, sie könne es noch gar nicht fassen. Williams habe so vielen Menschen so viel gegeben. Sogar Präsident Obama hat sich geäußert. Er nannte Robin Williams einzigartig und zählte seine vielen Filmrollen auf. Williams sei Soldat, Arzt und Genie gewesen, Kindermädchen, Präsident, Professor, ein lärmender Peter Pan und alles dazwischen. Am anrührendsten aber ist vielleicht die Szene am Hollywood Boulevard in Los Angeles. Auf den Stern, der für Robin Williams zwischen so vielen anderen in den Asphalt des Walk of Fame eingelassen ist, hat jemand eine kleine Oscar-Statue gestellt. Daneben liegt ein einfacher Strauß roter Nelken. Wolfgang Stufnesser, Los Angeles. Die USA und Australien wollen militärisch enger zusammenarbeiten. Ein neues Abkommen sieht vor, dass die Präsenz amerikanischer Soldaten ausgebaut wird. Strategischer Hintergrund: Beide Staaten wollen ein Gegengewicht zum Einfluss Chinas in Südostasien bauen. Derzeit sind 1150 US-Marines in Darwin im Norden Australiens stationiert. Eine entsprechende Vereinbarung wurde 2011 getroffen, als US-Präsident Barack Obama erstmals seine asiatisch-pazifische Strategie verkündete. Das Marines-Kontingent soll bis 2017 auf 2500 Mann anwachsen, die eine Art Eingreiftruppe bei Regionalkonflikten darstellen. US-Außenminister John Kerry sowie US-Verteidigungsminister Chuck Hagel unterschrieben jetzt in Australien ein entsprechendes Abkommen, das den asiatischen Alliierten zeigen soll, dass diese asiatisch-pazifische Strategie ernst gemeint ist. Im Konflikt um Hoheitsrechte und Rohstoffvorkommen im südchinesischen Meer zwischen China und Vietnam sowie den Philippinen haben die USA den südostasiatischen Staaten Unterstützung in der Auseinandersetzung mit China zugesagt. Udo Schmidt, ARD, Studio Südostasien. Die auch ein Kuchenstück abhaben wollen. Wirtschaft. Die Amis machen nichts umsonst. Im Studio Yvonne Unger. Börsenprofis bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im August den achten Monat in Folge skeptischer. Wie das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung heute zu seiner Umfrage unter Investoren und Analysten mitteilte, sinkt der ZEW-Index überraschend deutlich um 18,5 auf 8,6 Punkte. Und damit so kräftig wie seit rund zwei Jahren nicht mehr. Es ist der tiefste Stand seit Dezember 2012. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen halten nur einen Rückgang auf 18,2 Zähler erwartet. Das ZEW begründete die Entwicklung damit, dass die anhaltenden geopolitischen Spannungen mittlerweile spürbare Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft zeigen. Der schwäbische Maschinenbauer Voith hat in China Ärger mit den Behörden. Staatliche Medien berichten, dass die zentrale chinesische Eisenbahngesellschaft Voith vorwirft, fehlerhafte Getriebe verkauft zu haben.
Die chinesischen Hersteller von Lokomotiven und Schnellzügen seien deswegen angewiesen worden, bis auf Weiteres keine Void-Produkte mehr zu verwenden. In den Berichten ist von Rissen und anderen Defekten in den Eisenbahngetriebeboxen die Rede. Die Produktion der betroffenen Getriebe in einem Void-Werk in Shanghai sei bis auf Weiteres gestoppt worden. Nach einem Bericht von China Business News wurde der Heidenheimer Maschinenbauer aufgefordert, die Probleme mit den Getriebeboxen innerhalb von 3 Monaten zu lösen. Das fragliche Bauteil des deutschen Herstellers wurde bisher vor allem in bestimmten chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen verbaut. In den vergangenen 2 Jahren seien 45 Mal Risse in den entsprechenden Teilen entdeckt worden. Ja. Die chinesische Niederlassung von Void hat dem ARD-Studio Shanghai bestätigt, dass es technische Probleme mit einem bestimmten Getriebeteil gibt. Experten der Firma suchten nach einer Lösung. Darüber hinaus wolle man sich aber nicht äußern. Steffen Wurzel, Shanghai. Die Krise in der Ukraine und der damit verbundene Handelsstreit mit Russland, dann auch noch die Konflikte im Irak und im Nahen Osten. In vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung deswegen zuletzt eingetrübt. Die Verbraucher lassen sich davon aber wohl noch nicht anstecken. Betont gut gelaunt gibt man sich beim Einzelhandel. Im ersten Halbjahr verzeichneten die bayerischen Händler einen Umsatzplus von 2,4%. Und auch wenn die Krisen der Welt die Schlagzeilen in den vergangenen Wochen beherrschen, liefen die Geschäfte zuletzt gut, sagt Bernd Uhlmann vom Handelsverband Bayern. Wir merken nichts davon, dass die Krisen die Verbraucherstimmung belasten. Ganz im Gegenteil, der Sommerschlussverkauf war zum Beispiel ganz gut gewesen. Die Leute wurden angesteckt von dem guten Wetter. Wir hoffen, dass es natürlich für den Rest des Jahres so weitergeht. Auch der GfK-Konsumklimaindex Ende Juli ist robust ausgefallen. Doch bei dem Nürnberger Forschungsunternehmen geht man davon aus, dass sich die Stimmung bei den Verbrauchern langsam eintrüben wird, so wie jüngst bereits bei den Unternehmen. GfK-Forscher Rolf Bürkel meint, dass die Konsumenten immer etwas später auf Ereignisse reagieren als Firmen. Weil sich die internationalen Konflikte verschärft haben und sich bei den Unternehmen die Meldungen von Einsparungen und Stellenstreichungen häufen, wie jüngst bei Osram, sei zu befürchten, dass sich die Kauflaune der Deutschen abschwächen wird, so Bürkel. Ralf Schmidberger, B5 Wirtschaft. Der wegen Kreditbetrugs verurteilte frühere Finanzchef von Porsche, Holger Hertha, muss seine Geldstrafe akzeptieren. Der Bundesgerichtshof wies in einem heute veröffentlichten Beschluss die Revision Herthas gegen das Urteil vom Juli 2013 zurück. Bei dem Urteil sei kein durchgreifender Rechtsfehler festzustellen, erklärte das oberste Gericht. Die Beweiswürdigung des Landgerichts sei nicht zu beanstanden. Damit ist die Verurteilung des ehemaligen Finanzvorstands wegen Kreditbetrugs zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 3.500 Euro rechtskräftig geworden, heißt es vom Landgericht Stuttgart. 180 Tagessätze, 3.000, da hat er zu zahlen. VW hat im vergangenen Monat mehr Autos seiner Kernmarke ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz stieg um 4% auf über 491.000 Pkw. Volkswagen verzeichnete Zuwächse vor allem in Deutschland, Europa und in der Region Asien-Pazifik. In den USA, Südamerika und Osteuropa dagegen gingen die Verkaufszahlen zurück. In Russland verkaufte VW wegen der Krise 16% weniger Fahrzeuge. Die Aktien des Autobauers gehören heute zu den wenigen Gewinnern im DAX mit einem bescheidenen Aufschlag von 0,2%. Allen voran verteuern sie die Titel der Lufthansa um 1,9%. Ansonsten wird nach den gestrigen Gewinnen heute Mittag überwiegend Kasse gemacht. Der DAX sinkt um 0,4% auf 9,72 Punkte. Und der Euro steht bei $1.33.43. Gabriel Wirth, B5 Börse. B5 aktuell. Verkehrsservice. Aha. Auf der A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Westmachweiler Scharfenbergersbrunn stockender Verkehr. Die A7 in Richtung Würzburg ist zwischen Aalen, Westhausen und Ellwange nach einem LKW-Unfall gesperrt. Und in der Gegenrichtung zwischen der Raststätte Ellwanger Berge und Aalen, Westhausen 5 Kilometer Stau. A9 in Richtung München zwischen Langenbruck und dem Dreikohledau ein Unfall auf der linken Spur. A99 aus dem Forum München Richtung Nürnberg zwischen dem Kreuz München Süd und Hohenbrunn 4 Kilometer stockend. Und die A92 Deckendorf Richtung München ist zwischen dem Kreuz Neufahrt und Verschleißern nach einem Unfall gesperrt und es staut sich. Sie können am Autobahnkreuz Neufahrt über die A9 bis zum Kreuz München Nord und dann über die A99 in Richtung Stuttgart.
wechselnd bewölkt. Heute längere sonnige Abschnitte sind dabei. Es bleibt aber relativ kühl. Die Höchstwerte 18 bis 23 Grad. In der Nacht dann teils wolkig, teils klar. In Alpennähe kann es noch regnen. Bei Tiefstwerten 11 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen herbstelt es, es regnet und wird kühl. Am Donnerstag und Ulrich, Sonne im Wechsel. Am Freitag kann es auch Schauer geben. Die Tiefstwerte in den kommenden Tagen zwischen 8 und 12 Grad, die Höchstwerte 14 bis 21 Grad. 47 Kilometer noch gesamt. 21 bis zur B17. Wir sind auf der B17. Oder Oberottmarshausen. B17. Die Hintersteuer die Nachrichten. Alles im Blick. Ein russischer Hilfskonvoi ist auf dem Weg in die Ostukraine. Er soll den Menschen in den umkämpften Regionen Donetsk und Luhansk Medikamente, Lebensmittel und Schutzmittel. Wie das russische Staatsfernsehen berichtet, geht es dabei um insgesamt 2000 Tonnen an Hilfsgütern, die von den Bürgern in Moskau und im Umland gesammelt wurden. Unklar ist, ob die Hilfsaktion mit der ukrainischen Regierung in Kiew abgestimmt worden ist. Das Rote Kreuz hat es inzwischen verneint. Ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zeigte sich in Garmisch-Partenkirchen, 99 Kilometer. Man habe bislang weder Informationen über die Hilfsgüter in den Lastwagen, noch wisse man, wohin sie unterwegs seien, sagte er dem Online-Dienst EU-Observer. Noch am Montag hatte die ukrainische Regierung betont, dass nur eine Hilfsmission unter dem Dach des Internationalen Roten Kreuzes zulässig sei. Madrid. Der spanische Priester, der sich in Liberia mit dem Ebola-Virus infiziert hat, ist tot. Der 75-Jährige starb in einem Krankenhaus in Madrid. Er ist der erste Europäer, der der Krankheit erlegen ist. Wie zwei amerikanische Ärzte war auch der Priester mit einem noch nicht zugelassenen Medikament aus den USA behandelt worden. Bei den Ärzten zeichnet sich eine Besserung ab. Es ist aber noch nicht klar, welche Nebenwirkungen das Medikament hat. Es soll jetzt versuchsweise infizierten Ärzten in Liberia verabreicht werden. Bisher war es nur an Affen getestet worden. Die WHO erklärte, der experimentelle Einsatz des Mittels sei dennoch vertretbar. Insgesamt gibt es inzwischen mehr als 1000 Tote. Über 1800 Menschen sind mit dem Ebola-Virus infiziert. Berlin. Angesichts des Vormarsches der islamistischen IS-Milizen im Irak ist in Deutschland eine Diskussion über Waffenlieferungen an deren Gegner entbrannt. Die SPD hat entsprechende Forderungen der Union zurückgewiesen. Ihr Außenexperte Rolf Mützenich sagte dem Bayerischen Rundfunk, ein Mangel an Waffen sei nicht das Problem im Irak, sondern ein Mangel an politischem Vertrauen. In den vergangenen Jahren seien für 12 Milliarden Dollar Rüstungsgüter dorthin geliefert worden. Aus den entstandenen Waffenlagern bedienten sich auch die kurdischen Peschmerga-Soldaten im Norden des Irak, so Mützenich. Der SPD-Politiker verwies auch darauf, dass nicht nur die Peschmerga, sondern auch die Schiiten gegen die IS-Milizen kämpfen. Insofern wäre man gezwungen, auch ihnen Waffen zu liefern. Mehrere Unionspolitiker hatten gefordert, die Peschmerga zu unterstützen. Die Bundesregierung lehnt das allerdings ab. Los Angeles. Die Film- und Fernsehwelt trauert um Robin Williams. Ja, das wissen wir ja jetzt schon. Das wird alle zwei Minuten wird das wiederholt, dass Robin Williams. Ich verwechsel, es gibt den englischen Dingsbums hier, Robbie oder Robin? Robin Williams. Ich komme da mal durcheinander. Robin Williams ist das englische Sänger. Ist ja auch egal. Wurscht. Robin Williams hat sich umgebracht. Und? Überall sterben Leute und es sieht keine Sau, ob der vom Hochhaus gesprungen ist, ob der sich selbst ertränkt hat in irgendeiner Pfütze.
dass sich die Pulsadern aufgeschnitten und dabei noch 20 Medikamente geschluckt hat, das ist ja doch keine Sau. Ey. Dass er tot ist, als er sich umgebracht hat.